Wie breit ist der Fluss? Wir suchen also diese Breite, die wir mit x bezeichnen und die wir in Meter ausdrücken werden. Durch dieses große Dreieck CDE und dieses kleine Dreieck CAB befinden wir uns in den Hypothesen vom Satz des Thales. Also wissen wir zum Beispiel, dass groß x geteilt durch klein 3 gleich ist zu groß 12 geteilt durch klein 4. 12 Viertel, das macht 3, und somit wissen wir, dass x gleich 9 ist. Das heißt, der Fluss ist 9 Meter breit und die Übung ist schon beendet.